Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Bravely Second. Nachdem wir uns für einen der Asterisken entschieden haben, zwischen Rotmagier und Dieb, sind wir nun auf der wieder in der Campus, um Dinge zu erledigen. So. Ah, und ich habe wieder mal natürlich den Mond. Ein bisschen was zu tun, gibt fünf neue Leute. Wieder mal ein bisschen schuften, schuften, schuften. So, da können wir noch ein paar dazu tun. Gut, dann dürften die fertig sein, wenn wir die Folge beenden. Okay, Erholung ist immer das Erste, was wir brauchen. Ich habe nicht genug Geld, das ist doof. Okay, Shackle, was hast du? Seht ihr nicht, dass ich arbeite? Da fehlt ein, dass ich einen Schreibfehler sehe. Ah, ihr seid's. Ey, ich hatte ein paar Diebe bis hierhin verfolgt. Das ist schon eine tolle Stadt, nicht wahr? Okay, du hast Diebe verfolgt. Das Fettklops. Mann, das Leben in der Campus ist das Beste. Solange man genug Sterne hat, kommt man mit allem davon. Wie bitte? Ihr sagt, dass ich meine Sterne gekauft habe? Haha. Manch einer ist mit Klugheit ausgestattet, andere mit Zähigkeit. In meinem Fall ist die göttliche Gabe einfach Reichtum. Ja. So, ausrüstungsmäßig haben wir schon alles gekauft. Ausruhen können wir nicht, wie wir festgestellt haben. Wie sieht's aus mit Special? Das rüsten wir ja immer weiter auf. Ich hoffe, dass ihre Genesung. So. Schwächung kann ich jetzt auch. So, Schwächung kann er nämlich auch. Unterstützung hat er nichts, aber sie ist fürs Offensive gedacht. Das ist immer gut. So. Damit haben wir die offensiven Sachen mal geregelt. Ja. Ist natürlich jetzt doof, dass wir keine. Moment, wie muss ich hier raus? Okay, ich muss nach Süden die Stadt verlassen, sehe ich gerade. Sonst kommen wir nicht raus. Den Rotmagier-Job werde ich nicht gleich ausrüsten. Der Grund ist ganz einfach. Ich möchte den Zauberer noch hochleveln und auf Level 5 schon kriege ich die Seelenmagie. Und die Seelen, also dass er, auch wenn er nicht Seelenmagier, nicht Zauberer ist, die Seelenmagie einsetzen kann. Das ist mir persönlich schon wichtig, weil ich finde die Fähigkeiten schon recht gut. Gerade die Darts und sowas haben was für sich. Okay, Geier und Todesfisch kennen wir nicht. So. 450 Wind, ja, normale Windflieger. So, dann der Fisch. Mal sehen, ob das funktioniert. Gut, der ist irgendwie. Okay, sie haut immer noch gut rein mit ihrem Stab. So. Hauen wir alle mal zu. Okay. Schwachpunkt. Okay. Dass die Axt Blitzschaden verursacht, wusste ich gerade gar nicht. Aber wie wir sehen,
Hat Edea jetzt ein, oder ist Edea bisher am besten in ihr mit dem Job? Sie steht ja fast kurz davor, den nochmal hoch zu pushen. Und hier waren wir vorhin mal. Lustig, dass wir jetzt nochmal dahin müssen. Gibt's hier keinen Strand? Gut, dann war's eine gute Idee, unten rumzufahren. Mit dieser Nussschale. So. Jetzt macht er auch endlich mal einigermaßen Schaden. Nein. Was hat die für eine andere Waffe eigentlich? Hat die da nicht den... Senko Breitaxt. Warum hat die den Isenko genommen? Klinge eines Meisters. Wenn ich jetzt noch eine Waffe nehme, dann sinkt es. Das. Ja. Das passt so. Immer die Abkürzung nehmen. Oh, hier können wir an Land gehen. Aber ich sehe jetzt keinen Ort, der da in der Nähe ist, als dass wir da ausruhen könnten. Deswegen... Na, da ist auch nichts zum Ausruhen. Ja, da müssen wir wohl... so rangehen. Und wahrscheinlich erwarten uns hier wieder Soldaten. Oder... Löwenkopfhühner. Ich weiß nicht. Ansu. Okay. 400 Windflieger. Mal sehen, ob das... So, und du verteidigst dich weiter. Ja, die Verteidigung ist schon mal nicht so gut. Der Angriff ist aber nicht schlecht. Gut, wegen einem Trefferpunkt. Das ist natürlich wieder mal typisch. So. Das Gute daran ist, dass es als Zweitfähigkeit ja, gut einsetzbar ist. Dadurch, dass da ein Prozentsatz genommen wird und nicht ein Wert, der sich irgendwie verändern lässt. So, Level 14. Jetzt müssen wir nur... Ah, da. Okay, da ist der Absturz. Die Absturzstelle. Baalkrater. Sieht ein bisschen komisch aus. Ah, jetzt verstehe ich's. This is where the ball is sleeping? Yes, if my theory is correct. We believe this grooved structure was created by the ball's impact with the ground. How curious. For the longest time, it was covered in a thick miasma that prevented anyone from getting close. But reports from the past month claim that the miasma had begun to dissipate. Reports which I have now confirmed.
do you suppose the miasma dissipated? Some posit that it is because the ball that sleeps within has grown weak, but I am unconvinced. After all, we have no evidence that it was the ball that emitted the miasma in the first place. Why, none of us has even had occasion to examine the ball with our own eyes. Until now, that is. This is a chance of a lifetime. I will do my duty as a student and a scholar. And I will do mine and destroy the fiend. All right, I'm ready for this too. Let's get going. Okay, gleich ein Speichertyp am Anfang, das ist gut. Aber wir sind vom Level her auch wieder gut aufgestellt, also 13 bis 17 sollen wir hier haben. 13 haben wir jetzt gerade erreicht. So, ein bisschen speichern noch, beziehungsweise 14 erreichen wir gerade. Objekte kaufen. Na, wir können uns hier nicht leisten. Na, dann lassen wir's mal. So. Da ist schon mal eine Kiste. Man muss immer die Enden abchecken, weil da könnte ja so ein Objekt rumliegen. Oh je. Das ist nicht gut. Fähigkeit diverses. Erdelicht-Dämon. Ach ja, die können sich wieder hochheilen. Das ist natürlich nicht so gut. So. Auf geht's. Ach ja, und der Gift-Heat, der hat jetzt auch gleich funktioniert. Okay, scheinbar haben wir so, nehmen wir mal den Satz, das dürfte eigentlich passen. Die machen mir nicht so viel So, machen wir mal ein bisschen schneller. Und fertig. Hoffentlich gibt es ein Echokraut oder so was. Natürlich nicht. Okay, das gibt schon mal nicht. Und da haben wir was nicht. Wie viele Objekte haben wir, Echokraut? 5 Stück, okay. Das Gute ist, wir haben genug, um Balsam. Wir haben auf jeden Fall genug, um unsere Spell Slinger, sag ich mal, unsere Magiebegabten wieder zu heilen. Problem dabei ist jedoch, ich darf das nicht immer machen. Okay, jetzt haben sie automatisch wieder diese Sache gemacht. Naja, ich muss nochmal zuhauen. Was? Die haben Edea K.O. gehauen? Okay.
Kann ich nicht irgendwie wiederbeleben? Okay, ich bin... Bin gerade ein bisschen geschockt. Also, wir konzentrieren unseren Angriff auf den... Du vernichtest den und du heilst mal, während du dich weiter verteidigst. Oder auch nicht. Okay, unsere Specials sind noch nicht wirklich stark. Moment, du kannst vielleicht... Was waren die empfindlich? Licht. Heißt das, wenn ich die heile, sind sie dann empfindlich dagegen? Nee. Zum Glück habe ich den geheilt, der noch am meisten hatte. Okay, das... Es ist sehr schlecht, dass wir nichts haben, um diese Verstummung zu heilen. So, jetzt ist aber der erste Mal weg. So. Heilige Macht. Und heilige Nacht. Blöd, dass die heilige Nacht nicht noch andere Dinge heilt. Okay. Einen nach dem anderen kriegen wir wieder hoch. Aber hast du nicht heilige Nacht? Oder heilt es... Oder bin ich gerade falsch? Das heilt doch im Brave. Im Default, meine ich. Oh, okay. Oh Mann, er ist gerade sowas von nutzlos. Das ist schlimm. Und dass die Leute silenzen, macht das Ganze nicht besser. Und nicht, ja. Ja, ich kann gleich zu dem Typen da oben gehen und mir eine volle Hütte ausruhen geben. Okay, ein Problem mit Silence haben die Typen. Beziehungsweise ich habe ein Problem mit deren Silence. Das ist nicht gut. Das ist nie gut. So. Okay, ich weiß jetzt, dass ich ein bisschen mehr machen muss. Zum Beispiel halt... So. So. Und Nadel. Ach komm. Das ist genau das, was ich nicht wollte. G-
Genau das war der Punkt, dem ich ausweichen wollte, aber super. Was soll ich jetzt mit ihm machen? Blöd, dass die keine Fähigkeit hat, um das Ding wegzukriegen. Halt, jetzt mach schon. So. Und er kann jetzt mit einem Echokraut sich selbst versorgen. Halt, so. Echokraut Selbstversorgung. Dann kommt Dreckhammer. Halt. Die sind kurz vorm Draufgehen. Dann ist das nächste Tornado Hammer. So. Ja, logisch, dass der geschützt ist und den hauen wir einfach weg. Tengu-Träne. Tengu-Gähnen. So. Okay. Verzweifelter kleiner Akt hier. Aber wir müssen das leider jetzt beenden. Wir werden uns aber nächste Woche wiedersehen. Nächste Woche, mein Gott, wo... Ich bin schon beim Stream. Wir werden uns nächstes Mal wiedersehen, also morgen. Und dann hoffentlich etwas näher zu dem Ball kommen. Ja, hoffe ich mal. Also dann, bis dahin. Tschüss.